Einen schönen guten Tag wünsche ich zusammen aus der Wüstenstadt. Ja, aus der verlassenen Wüstenstadt, wo ich hier gestern angekommen bin. Ja, die Nacht war ruhig. Das war schon mal sehr schön. Ja, nichts los hier. Heute ist ein bisschen windiger geworden. Aber geht immer noch. Habe eben draußen geduscht. Alles super, soweit. Ja, war ein bisschen windig und kalt. Das Wasser natürlich auch dann. Aber ging. Ich habe heute schon über 2 Stunden mit VPN wieder verbracht. Ich habe nämlich mal kostenpflichtige Dinge ausprobiert. Man muss immer sofort ein Abo abschließen. Also erst hast du 7 Tage kostenlos und dann geht automatisch die Zahlung dann weiter eigentlich. Und die sind auch gar nicht mal so günstig. Kosten irgendwie 13 € im Monat oder sowas. Ja, okay. Also den ersten habe ich dann abgeschlossen und getestet. Der hat sich überhaupt nicht verbunden. Also den konnte ich gleich wieder deinstallieren und Abo wieder kündigen und so. Ja, dann habe ich einen zweiten jetzt ausprobiert und der verbindet sich immerhin mal mit einigen Servern. Und jetzt werde ich den erstmal beibehalten. Manchmal bricht aber trotzdem die Verbindung ab. Ich weiß es nicht, ich denke mal, es liegt eher daran, weil ich hier so schlechten Empfang habe. Ich habe hier gerade mal so 3G-Empfang, maximal ein bisschen 4G, also das wechselt immer so ein bisschen. Also ich kann hier keine Videos hochladen, leider wieder an dem Ort. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich kann zwar einigermaßen Nachrichten empfangen und ein paar Bilder versenden, aber mehr geht auch nicht hier. Ich musste ein bisschen weiter rutschen, weil der Wind hier so stark weht gerade. Ich wollte noch was zu Isfahan sagen. Und zwar, ja, also es ist doch ein bisschen anders gewesen, die Stadt, als ich eigentlich gedacht hatte. Gut, ich habe jetzt natürlich nicht alles angeguckt. Ja. Es ist immer schwierig zu entscheiden, was guckt man an in so einer Stadt. Ne? Und dann ist immer die Frage, wie kommst du da hin und wie viel Zeit verbringst du in der Stadt? Eigentlich hatte ich das ein bisschen anders gedacht. Ich dachte, das wäre einfach noch entspannter, die Stadt, sage ich mal so, dass man einfach doch besser zu Fuß durch einige Viertel laufen kann. Aber es ist auch ganz schön riesig gewesen, die Stadt. Ja. Ja, eigentlich bin ich nicht so ganz zufrieden mit dem, was ich da gemacht habe. Ich hätte lieber noch mehr gesehen. Allerdings ist es so, dass mich das ziemlich angekotzt hat, diese unruhigen Nächte dort, sozusagen. Also das ist überhaupt nichts für mich. Ich brauche immer meinen guten Schlaf. Und wenn ich ständig gestört werde im Schlaf, ey, das kann ich nicht haben auf Dauer. Deswegen bin ich wieder aus der Stadt geflüchtet auch. Und natürlich auch, weil jetzt halt diese Neujahrsferien kommen. Und deswegen bin ich auch nicht gleich nach Yazd weitergefahren, was nochmal ungefähr 100 Kilometer weiter ist. Aber dort wäre dann ja wieder so viel Trubel. Ständig Böllerei und so weiter und Party und Musik überall. Und ich meine, einerseits möchte ich das zwar auch gerne miterleben, aber ich brauche auch meinen Schlaf. So, das ist immer diese Seite dabei. Also in Isfahan war das nämlich auch so, jetzt auf diesem großen Platz dort, wo ich bei der Moschee war, ständig kamen da Leute an und haben mich angelabert. So, ne? Immer wieder hier, bla, guck, Teppich hier und da und ja, schön, dass du, hallo, woher kommst du und du bist aus Deutschland und denn zwar, die waren ganz nett, die Leute, so, dass sie auch Deutsch sprachen dann, aber eigentlich der Grund, weswegen die einen ansprechen, ist, du sollst mit denen in ihren Teppichladen kommen. So, also, und das auch an dem Basar, wo man dann da durchging, überall, immer die Leute immer, hier, hallo, kommen Sie rein und so, ne, und in den Laden und. Nee, möchte ich aber nicht. So, ich möchte in Ruhe gelassen werden und da in Ruhe gucken. So. Also das war das erste Mal, wo ich mich richtig ein bisschen bedrängt gefühlt habe in diesem Bazar, sage ich mal so. Sonst war das mal so, du gingst da durch, alles gut, keiner hat dich angesprochen. Also jetzt ein paar vielleicht mal so kurz Hallo gesagt. Ja, also das fand ich das erste Mal ziemlich nervig in der Stadt dort. Aber gut, das kennt man, oder das sagte man immer sonst früher von Istanbul, vom Basar so. Ne? Aber da haben die anscheinend auch ihre Strategie so ein bisschen geändert und sich ein bisschen angepasst, dass sie die Touristen nicht immer gleich so belästigen, sage ich mal so, und weil die Touristen einfach nur gucken wollen erstmal und nicht gleich immer alles kaufen wollen. Und das habe ich gehört, soll sich geändert haben in Istanbul, dass es da auch lockerer geworden ist. Ja, heute machen wir ein bisschen mal eine Stadttour hier. Ein bisschen durch die verlassenen Häuserchen. Ich wundere mich ja echt, wie viele Figürchen hier wohl dran geklebt waren. Ne? Das ist ja überall. Da, 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 da. Und dann die ganzen Dinger, da Säulen da hinten. Hier war ja auch mal eine Mauer anscheinend. So rundbogenmäßig weiter. Also wie hier. Komplett geschlossen eigentlich auf beiden Seiten. Dass es so ein Innenhof komplett war. Warum das hier rausgebrochen wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Da sind die Wachvögel wieder. So, bin vorhin schon mal hier ein bisschen rumgestöbert.
Und da habe ich gesehen, hier ist ein Wasserschlauch. Und da ist wirklich noch Wasserdruck drauf. Wenn man den aufmacht, kommt da richtig Wasser rausgezischt. Also es scheint ja doch jemand hier zu gießen. Denn irgendwie, sonst würden die ja wahrscheinlich auch nicht überleben, die Büsche hier ohne Wasser. Oder nur mit Regen. Genauso gut da drüben gibt es auch noch einen großen Garten. Aber erstmal gehen wir hier mal weiter. Gucken wir mal, was hier so los ist. Hier die angeklebte Figürchen gewesen. Diffus. Schon krass, diese Räume, ne? Ah, hier ist noch ein Schlauch. Hier liegen die Schläuche. Das ist wohl ein Kamin, wa? Viele von den Lehmziegeln gebunkert. Aha, hier geht's rauf. Mal gucken. Ne? Ein bisschen schräg die Stufen. Oha. Sieht ja auch cool aus, die Dächer hier. Boah, da hinten ist ja noch so viel Gebäude. Ah ja. So, bin etwas weiter gegangen. Ziemlich dunkel, aber hier ist nichts drin. Hier ist wieder der Innenhof. Ja, es zerfällt leider alles vom Regen, ne? Man muss immer aufpassen, dass die Decken nicht einstürzen dann. Ja, hier wurde schon einiges beschmiert. Oha. Was ist das? Auch so eine Art Wasserbrunnen wahrscheinlich mal gewesen. Ja, hier sieht man mal, wie die das gemacht hatten, ne? Sozusagen Heu und Lehm auf die Steine gebappt. Na, ja, das ist nochmal verputzt drüber. Hier sieht man es nochmal, das Wasser, was dann da oben durchtropft, das frisst die ganze Wand hier weg. Tja. Boah, ist das steil hier. Was sind das für Riesenstufen? Ja, hier bröselt es auch alles auseinander. Das ist wirklich schade. So viel Arbeit, was die da reingesteckt haben, dass es dann alles so zerfällt. Hier ist alles ziemlich schwarz gekokelt. Wahrscheinlich haben die hier irgendwie mal immer Feuer drin gemacht. Sieht aus wie so eine Feuerstelle, ne?
hier drüben auch. Hier sieht man ein bisschen Licht. Ja, die Wachvögel passen auf hier. Dann gehe ich gleich nochmal rein. Muss mal eben den Akku tauschen. Hier war wohl auch mal so ein riesen Wasserspeicher oder sowas. Ist zugemauert. Oder irgendwas anderes, ich weiß auch nicht. Mit zwei Rampen dran. Sieht ja noch ziemlich gut erhalten aus hier. Ja, hier ist noch ziemlich gut. Was war das hier wohl mal? Was so offen ist. Da machen wir nochmal. Au, jetzt habe ich hier, ach Mann, Scheiße. Ich habe hier einen Dornen, hier so von den fiesen da einen Dorn geschossen. Hier sind sogar noch die Holzbalken erhalten. Hier Grabkammer. Sieht fast aus wie Gräber, oder? Wow. Könnte natürlich schon sein, dass das hier so eine Art Kirche, Kapelle war, wo man da betet, ne? So diese Moschee. Weil das hier sieht ja so aus, dieser Innenhof hier. Dass man hier so. Ja, ist ja gut. Was gibt es? Was geht ab? Was ist los? Lass mich doch mal gucken da. Ja. Ja, ja. Oh, was haben wir hier denn noch? Da geht's aber weit runter. Wow. Okay, das ist auch wieder geschlossen unten. Hier ist eine Pupserei-Stelle hier. Was ist das hier? Und da fragt man sich immer, was ist das hier, ne? Viel los. Na, die Vögel, die schlagen Alarm hier. Psst. Ruhe. Balken.
ich schon ein bisschen eingebrochen. Vermutlich sind die Fenster auch alle demontiert worden, weil es ja hier irgendwie war ja irgendwas drin anscheinend. Ja, das stimmt. Da auch, da war auch eine Tür. Ja, schade. Alles aus Holz wahrscheinlich rausgenommen worden hier. Hier scheint sowas wie eine Küche oder sowas vielleicht gewesen zu sein. Da oben drauf ist dieser Turm. Jetzt bin ich mal bei den beiden Türmen hier auf dem Dach. So sieht er von innen aus. Ah, der Wachvogel ist wieder da. Hallo. Alles klar? Ich gucke mich nur um hier. Ja, ist alles gut. Ja. Wow, was ein langes Gewölbe hier. Ich setze mich mal langsam hier durch. Großer Innenhof. Hier ist noch ein Türrahmen. Mal ein Holz, das nicht weggenommen wurde hier. Ja, noch ein paar. Ja, was haben wir hier denn? Wow, hier ist mal eine große Halle. Und wieder so ein Wasserbadbehälter hier. Schwimmbad. Enorm, was sie hier so konstruiert haben, ne? Schon Wahnsinn. Hier war vorher eine Mauer. Tja. Wofür das hier wohl da war? Diesen Fächern in der Wand da. Geh ich mal hier raus. Dann gehe ich mal gucken, was da drüben ist. Auch hier hinter wurden ja überall Sachen angepflanzt, ne? Die müssen ja alle irgendwie gegossen werden. Genauso wie hier auch. Ach ja, hier sieht man ja, hier liegen noch Erdleitungen mit Wasserbewässerung. Aber ob da noch Wasser fließt? Leitungen sind alle offen, aber... Ja, hat sich geklärt. Da kommt nichts mehr raus.
alles hier. Wahrscheinlich hier mal dran. Da kommt nichts mehr Wasser hier. Man muss nur mal auf die Rückseite gehen, da findet man auch eine Tür. Jetzt fällt hier alles zusammen. Tja, nur Steine. Und dann ist ja noch so eine Stadt. Ich versuche mal eben hier schnellen Schrittes lang zu gehen, damit ich nicht so lange in der Sonne brutzel. Und dann doch mal gucken, was da hinten noch für Gebäude sind. Oder Reste. Bin ich schon vorbeigelaufen. So, jetzt kommen wir hier das erste Gebäude. Hier sind überall so unterirdische Wasserbehälter anscheinend. Schon der zweite hier. Da unten. Da sind wir tief gebuddelt hier, wa? Da gehe ich jetzt aber nicht runter. Da ist noch diese Decke. Das sieht hier alles noch so grün und so aus, als ob hier noch einer gießt, ne? Ja, was auch immer da drunter ist. Der Eingang ist zugemauert hier. Ja, schaut euch das an hier. Das Wasser. Und da hinten diese ganzen runden Teile da von diesen Kanalisationsdingern. Wasser fließt anscheinend da. Oder es kommt von da? Nee, kann ja auch nicht. Hä? Geht hier runter da hinten? Das sieht ja so aus, als ob hier einer noch ein neues Haus gezimmert hat. Die Steine sind ja neu und das hier sieht auch neu verputzt aus. Hier ist eine Tür, die zugesperrt ist und da drinnen liegen nur Wasserschläuche. War noch abgeschlossen hier. So, bin gleich wieder zurück. Ein weiter Weg. Uiuiui. Jetzt gehe ich nochmal rechts dahin, da war auch so eine Kuppel. Na, schaut mal hier, was haben wir hier denn? Was ist denn hier für eine Kuppel? Vermutlich auch wieder so ein Wasserspeicher, wenn hier schon so ein Schacht davor ist. Jo. Wow. Wow! Wow! Alter, das ist ja richtig tief. So 6 Meter. 5 Meter. Naja. Krass, diese Bauweise, ne? Ach, hier schon weggebröselt. Ja. Da steht der Scooby ja hinter. Ich hatte Scooby heute Morgen noch mal ein Stück weiter gefahren, weil es doch ein bisschen sichtbar war aus dem Fenster hier. Da hinten ist mir auch so ein Häuschen. Und dachte ich mir, na, fahr mal über. Außerhalb der Sichtweite, falls dann doch mal einer guckt, weil Scooby fällt ja immer so auf mit der Farbe. Boah, jetzt erstmal schnell was trinken und ab in den Schatten, ey. Mir ist ganz schön warm jetzt. Ich wollte nochmal generell zur Stadtbesichtigung sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt so darauf wild bin, irgendwie Städte anzugucken. Natürlich mache ich das hier, weil es hier einige interessante Bauten gibt, sag ich mal so, wie diese Moscheen und so weiter oder große schöne Plätze oder Parks und so. Das mag ich ja immer ganz gerne. Parks in Städten ist ja immer mein Favorit. Ja, und
Ansonsten ist es halt nicht so einfach, durch die Straßen zu stöbern, weil man eben nicht weiß, in welchem Stadtviertel ist es schön oder was sind das, wo sind welche Geschäfte. Zum Beispiel, da bräuchte man halt eigentlich so Einheimische, die einen ein bisschen durch die Viertel führen, denn dann weißt du wenigstens, wo ein schönes Café ist oder wo man gut essen kann oder sonst was, ne? Und diese Läden, die sind, wiederholen sich ja immer. Das sind ja immer so Stadtteile und jedes Stadtteil sieht ja immer fast gleich aus. Eine große Straße, wo ganz viele Geschäfte nebeneinander sind. Und das Ding ist aber, ich kann ja meistens eigentlich nicht lesen, was überhaupt dran steht. Wenn ich vorbeifahre, weiß ich ja nicht, was das für Läden sind. Außer jetzt steht mal ein bisschen was Gemüse vor der Tür oder so. Ansonsten ist es echt schwierig, sich da zurechtzufinden. So. Und einfach so durch die Stadt laufen ist natürlich dann auch zu anstrengend, zu weit, weil es ist ja doch riesig. Gerade Isfahan war doch ganz schön, ist ja breit gezogen, sag ich mal so. Also von der Fläche her ziemlich groß. Natürlich, die haben ja nicht so Hochhäuser, so wie wir, so ungefähr so riesige Blocks und so. Die haben ja überwiegend eher kleinere Häuser, natürlich auch mal Apartment-Blocks, sag ich mal so, aber jetzt nicht so riesen Hochhäuser, so wie wir sonst aus anderen Städten kennt. Hier aus der Türkei oder sowas zum Beispiel, wo ja ein Turm neben dem anderen stand. Deswegen ist ja die ganze Stadt auch ein bisschen so breit gezogen insgesamt. Die haben ja sehr viel Platz für Straßen und für Parks und so weiter. Und ja, aber das alles zu Fuß ablaufen ist einfach unmöglich. Und deswegen habe ich ja schon mein Fahrrad geschnappt und bin am Fluss entlang. Das war ja auch so ganz schön. Da hatte ich mir doch erhofft, dass ich noch mehr sehen kann von der Stadt. Ich meine, natürlich hätte ich noch mehr Tage da verbringen können, aber eben die Ruhe, das ist das Problem. Habe ich ja eben schon gesagt. Wenn ich keine Ruhe habe, dann ist das auch nicht für mich angenehm, in der Stadt zu übernachten. Ne? Ich habe Iran natürlich auch hauptsächlich jetzt ausgesucht, weil mir die Landschaft gefällt. Sozusagen. Ich mag ja diese Wüstenartiges und gerade sowas hier, sowas Verlassenes, ist immer toll anzuschauen. Und die Berge und so weiter. Und ja, und dann halt einfach in der Einsamkeit übernachten. Sowas. Das war ja eigentlich mein Wunsch, sozusagen das zu finden. Und das habe ich ja auch schon jetzt hier an einigen Orten gefunden. Von daher ist das ja soweit schon ganz gut. Und die Städte nehme ich natürlich auch mit. Wenn ich durchfahre, sowieso da lang. Ich habe ja noch einige Städte auf dem Programm. Nur ist es halt so, dass ich da nicht ewig viele Tage in den Städten verbringen werde, wahrscheinlich. Die Krähen sind gerade in das Loch da reingeflogen, da oben. Die muckern da rum, da vorne. In dem Loch, was über den mittleren Bögen da ist. Da fliegt sie wieder weg. Ja, eine ist noch drin. Gestern Abend hatte ich euch ja schon den Bereich gezeigt, den Innenhof von dort. Und dann bin ich ja hier auf den Turm raufgegangen. Und heute gucken wir hier nochmal rein. Da war ich heute Morgen schon mal drin. Da sind nämlich auch ganz viele Bäume noch drin. Ja, und das hatte ich euch heute Morgen ja schon gezeigt hier. Hier war auch irgendwo noch wieder ein Wasseranschluss, oder? Das sieht einfach so cool aus, diese Art der Bauten, dieses sandfarbene. Und hier vorne ist auch noch so ein Wasseranschluss. Ich frage mich immer nur, wo kommt denn dieses Wasser her? Da ist ja richtig Druck drauf, wie auf der Leitung, so ordentlich bar. Vielleicht da hinten von der Tankstelle, da hinten das nächste Gebäude, was man sehen kann, ist eine Tankstelle. Ja, nachts hört man das besonders natürlich, immer die Autos da vorbei brummen. Also es ist nicht so ruhig wie in der Wüste. In der Wüste wäre ja nichts zu hören. Hier ist ständig immer ein bisschen Autos brummen. Und ich habe hier gerade wieder einen alten Bekannten getroffen. Wieder große Fußabdrücke hier. Wieder in der Wüste. Ist aber schon alt. Es war so super sonnig und jetzt ist aber alles bewölkt. Ah, plötzlich. Naja. Wird schon kalt jetzt. Muss ich schon wieder reingehen ins Gubi. Ich schneide erstmal Videos. Ich habe wieder Probleme mit den VPN-Servern. Aber man, ey, ständig immer, jetzt geht das Internet wieder nicht. Generell bei dem einen nicht. Bei dem anderen geht es wieder über VPN. Ist schwierig zu verbinden. Oh, das nervt alles immer.